Ja, liebe Freunde, jetzt ist wieder Wahl. Und ich habe mich entschlossen, wieder zu kandidieren und bin von der SPÖ Maria Hilf als Spitzenkandidat aufgestellt worden. Das ist nicht unbedingt, weil ich mir einbilde, dass ich jetzt in den Nationalrat komme. So naiv bin ich nicht. Aber es ist schon eine gute Gelegenheit, wieder für bestimmte Themen Werbung zu machen, bestimmte Themen ein bisschen bewusster zu machen in den Köpfen der Menschen und auch in meinem Kopf. Und deswegen werde ich antreten und wieder diese unglaublich plakativen Themen, die sicher alle Massen von den Höckern hauen, nämlich Freiheit, Demokratie, Sozialismus. Diese Trias war mir immer schon wichtig und bleibt mir wichtig. Ich erkenne diese Trias im Grunde als die heilige Formel der Sozialdemokratie, der Zukunft, Freiheit im Geistesleben, Gleichheit im Rechtsleben ist gleich Demokratie und Sozialismus im Wirtschaftsleben. Das ist das große, geoffenbarte Geheimnis, dass das ja schon längst realisiert ist. Aber das Profitprinzip steht uns im Wege. Warum das alles so ist, können wir vielleicht noch besprechen. Das sind jedenfalls die Themen, die mir wichtig sind. Das wird nie anders sein, vielleicht kommen welche dazu. Aber das sind mir die drei wichtigen, weil ich überzeugt bin davon, dass unsere Gesellschaft krank ist und nur mit der richtigen Zuordnung der drei Ideale der Französischen Revolution zu den drei Lebensfeldern in unserer Gesellschaft zuordnen. Und nur so kann unsere Gesellschaft langsam geheilt werden. Langsam, langfristig und auch nicht wiederum durch irgendwen, der sich einbildet, die Weisheit mit dem Löffel gegessen zu haben, sondern durch uns alle. Und da auch nicht durch Zwang, sondern ausschließlich durch Freiheit. Ein langer Weg, damit wird man wahrscheinlich jetzt keine Massen- und Jubelstürme auslösen, aber es ist das Notwendige. Schauen wir mal, ob das stimmt, dass die Menschen sich an Inhalten orientieren, anstatt an Schlagworten. Schauen wir mal, wie erfolgreich wir sein werden. Bussi, Freundschaft und Glück auf!